Herzlich willkommen zu diesem Video und vielen Dank fürs Einschalten. Ich zeige euch in diesem Video den neuen Kaffeevollautomaten der Marke Siemens EQ500 Integral in der Farbe Schwarz. Ja, dieser Kaffeevollautomat lässt sich technisch einordnen zwischen der EQ6 und dem Premium-Modell EQ9. Der Milchtank auf der linken Seite erinnert sehr stark an die EQ9, lässt sich praktisch entnehmen. 600 Milliliter passen hier rein mit einem Milchrohr und einem Deckel, recht leicht zu befüllen. Der kann also einfach in dem Kühlschrank Seitenfach platziert werden. Praktisch, weil auch relativ schmal. Wird einfach aufgesteckt per Ziehen und Drücken ist das Ganze befestigt. Ein weiterer Vorteil ist, der Kaffeeauslauf ist mit dem Milchschaumauslauf hier integriert. Ich kann also ganz einfach diese Klappe entfernen. Die lässt sich wunderbar leicht aufstecken und wieder abziehen. Für eben die Reinigung dieses Milchaufschäumers, den kann man hier einfach abziehen, hat ihn in der Hand. Die Teile lassen sich einfach in der Geschirrspülmaschine reinigen, laut Siemens. Das ist also sehr gut durchdacht. Man merkt, dieses Modell ist optimiert worden aus allen Kaffeevollautomaten, die Siemens bisher produziert hat. Ein weiteres Highlight, wie ich finde, ist der Wassertank. Hier hat man den Vorteil, dass man nur mit einer Hand in dieser Griffmulde den Wassertank rausziehen kann. Inhalt 1,7 Liter mit einem Deckel. Auch super zum Reinigen von innen, weil man hier mit dem Schwamm und der ganzen Hand reinkommt. Kann ihn also auswischen. Dazu EQ6 und EQ7, die haben einen flachen Wassertank, wo die Reinigung doch etwas aufwendiger ist. Kommen wir jetzt zur Oberseite. Wir haben hier einmal einen Kaffeepulverschacht, sehr gut zu erreichen, sehr zentral für die Verwendung von koffeinfreien Kaffee und ein sehr breites Fach, was gleichzeitig auch entnommen werden kann, um das meinetwegen auszureinigen, weil hier an der Innenwand natürlich auch schnell sich Kaffee ablagern kann. Dann haben wir hier einen getönten Bohnendeckel mit einer Aroma-Gummischutzdichtung, wo kein UV-Licht hier durchkommt durch das Kunststoff und kein Aroma entweichen kann durch diese gummierte Lippe. Wir haben hier einen Fächer, der die Kaffeebohnen beim Auffüllen sinnvoll verteilt. Im ganzen Bohnenfach ungefähr 270 Gramm Bohnen passen hier rein. Wir haben ein Mahlwerk mit Einstellung fein, normal und grob. Grob müssten eher dunkle Bohnen eingestellt werden und helle Bohnen eher fein vom Mahlgrad. Das ist alles eine Probier- und Einstellungssache. Hier haben wir das Display. Man sieht direkt, wir haben hier Direktwahltasten. Das ist sehr überschaubar. Sehr übersichtlich, gut durchdacht. Vor allem sinnvoll hier natürlich der Einschaltknopf. Die Knöpfe sind nicht mehr vorhanden, es ist alles im Touch-Bereich. Das heißt, es lässt sich auch leicht abwischen und ist super zu reinigen. Wir haben hier dann daneben die Espresso-Wahltaste, Kaffeecreme, Cappuccino, Latte Macchiato, Spezialgetränke. Wenn man hier drauf drückt, dann kommen die ganzen Spezialgetränke wie Flat White, Espresso Macchiato oder Kaffee Americano. Ja, hiermit können wir dann die Getränkezubereitung starten oder eben stoppen. Wir haben hier auch eine Direktwahltaste für Doppeltassenbezug. Wir können hier die Kaffeestärke einstellen. Wir können hier die Milliliterzahl jedes Getränks einstellen individuell. Und hier haben wir ein Menü, wo man zu Reinigungsprogrammen kommt, Wasserhärte einstellen, Selbstabschaltung etc. Auch super finde ich an diesem Kaffeevollautomaten, dass die Tropffläche nicht nur aus Edelstahlblech besteht, weil das natürlich schnell verkratzen kann durch Tassen hin und her schieben. Hier befindet sich ein Kunststoffgitter in Schwarz. Das passt optisch perfekt zum Gesamterscheinungsbild und sorgt dafür, dass die Tassenstellfläche nicht verkratzt. Also sehr durchdacht. Auf der rechten Seite befindet sich ein kleiner Eingriff. Damit kann die Tür des Kaffeevollautomaten einfach geöffnet werden und sie rastet in dieser Position noch ein, sodass man die Brühgruppe, die entnehmbar ist, wie auch bei allen anderen Siemens Kaffeevollautomaten, die kann dann leicht entnommen werden. Hier haben wir einmal das Tropfblech. Hier haben wir eine Abtropfschale mit einem Schwimmer, der anzeigt, wann die Tropfschale geleert werden muss. Das wird dann auch im Display angezeigt. Hier haben wir einen Tresterbehälter. Von der Größe würde ich sagen vollkommen ausreichend und durchschnittlich. Die Tropfschale ist recht kompakt, nicht zu lang und nicht zu sehr flach.
Ja, auch die Farbabstimmung ist sehr clever gelöst. Wir haben hier einen schwarzen, matten Kunststoff. Der Vorteil, warum matt? Weil pflegeleichter und diese ganzen Kaffeespritzer, die man hier schon jetzt natürlich nicht sehen kann, das liegt aber an dem Material, weil es matt ist, weil die hier spritzt alles voll mit Kaffee und Milch und das ist einfach optisch ja unempfindlicher. Genauso wie diese Tropfschalenlösung mit der kratzfesten Kunststoffgittermatte. Ja, das ist also sehr sinnvoll. Auch edel hier die chromierte Kaffeeauslaufblende. Wir haben eine Klavierlack-Optik hier im Bereich der Frontbedienung und an den Seiten des Geräts, wie auch hier oben der Deckel. Es wirkt also sehr edel und dennoch pflegeleicht und optisch sehr stimmig. Also alles sehr gut durchdacht bei der Konzeption dieses Gerätes. Wir haben hier im Innenbereich eine Brühgruppe. Auch hier alles sehr durchdacht. Wir haben eine intuitive Bedienung. Wir können die Brühgruppe einfach entnehmen. Hier ist eine Handfläche, ein rotes Griffsymbol. Ich lege also die Hand hier an, um die Brühgruppe entfernen zu können. Ja, ein Video, wie ihr die Brühgruppe komplett reinigt und den Dichtdrängen wechselt und neu einfettet, findet ihr an anderer Stelle dieser Serie. Dieser Ring wird nämlich von Zeit zu Zeit porös, muss gewechselt werden, neu eingefettet werden, damit das Ganze gut läuft. Auch die Spindel dort drin, die kunststoffbetriebene Mechanik, muss natürlich von Zeit zu Zeit gefettet werden. Ja. Das, wie gesagt, an anderer Stelle. Ansonsten Reinigung einfach mit einer Bürste und unter fließendem Wasser. Der Innenraum dieses Kaffeevollautomaten ist super einfach zu reinigen, weil es nicht viele Nischen gibt. Es ist hier einfach mit einem feuchten Tuch gut auszureinigen, weil natürlich auch Kaffeesatz hier runterfällt oder Wasserspritzer. Das kann alles dann einfach mit einem Wasserlappen ausgewischt werden. Ich setze die Tropfschale dann wieder ein. Falls ihr Ersatzteile bestellen möchtet zu dem Gerät, könnt ihr das machen. Hier ist eine Typennummer, eine E-Nummer der Marke Siemens TQ505D09-01. Diese Typennummer braucht man, um exakte Ersatzteile auch in dem Farbton dieses Gerätes zu bestellen. Das könnt ihr gerne in unserem Shop knethaken-shop.de tun. Ja, eine Kurzanleitung für die Reinigung findet ihr auch hier. Eine Service-Hotline und einen QR-Code. So, haben wir das Gerät einmal eingeschaltet. Hier könnt ihr sehen, dass das Espresso-Symbol aktuell aufleuchtet. Hier haben wir 40 Milliliter voreingestellt. Ich kann jetzt durch Drücken dieser Taste den Bereich ändern. Die genauen Details und Daten, welche Milliliterzahlen eingestellt werden können, das zeige ich euch jetzt nicht alles, das ist viel zu aufwendig. Das könnt ihr in unserem Blogbeitrag auf kaffeevollautomaten-guide.de lesen. Auch den Link hierzu findet ihr unten im Video. Ich wollte euch nur zeigen, dass man hier sehr einfach die Menge gut einstellen kann, wie auch die Kaffeestärke, die ist symbolisiert mit stark, sehr stark. Pulverkaffee kann man natürlich verwenden. Mild, normal. Ich kann hier ganz einfach den Doppeltassenbezug einstellen. Dann stelle ich zwei Gläser nebeneinander, also eine Tasse für einen Auslauf. Das Gerät hat ja zwei Ausläufe, wie man hier sehen kann. Also eine Tasse hier runter, eine Tasse hier runter. Gehen wir einmal die Getränke durch. Genau, wir haben ja schon gesagt Espresso, Kaffee Creme, Cappuccino, Latte Macchiato, Americano. Also das ist hier die Spezialgetränketaste. Dann haben wir Milchschaum, Heißwasser, Espresso Macchiato, Flat White und wir sind wieder bei Americano. Gut, also sehr einfach und intuitiv bedienbar. Es reagiert auch gut, das Touch-Display, wie ihr hier erkennen könnt. Ich berühre einfach nur ganz kurz und schon ändert sich das Getränk. Ja, wir sind im Menü. Wenn das Menü aktiviert ist, dann sieht man hier noch zwei weitere Tasten. Das kann man jetzt schlecht erkennen. Eine Zurücktaste, eine Pfeil nach oben Taste, eine Pfeil nach unten Taste und eine OK bestätigen Taste. Gut, was für Einstellungsmöglichkeiten habe ich? Man kann Reinigungsprogramme starten. Da will ich dann nochmal ganz kurz drauf eingehen. Genau, das Milchsystem, ein Entkalkungsprogramm hat das Ganze hier. Ein Reinigungsprogramm, also zum Kaffeefett entfernen. Kalk und Clean, ein Kombinationsprogramm aus Kaffeefett entfernen und entkalken. Ich kann einen Wasserfilter einsetzen. Der ist übrigens auch im Lieferumfang enthalten. Dann kann man die Kaffeetemperatur einstellen von niedrig, mittel bis sehr hoch. Gängige europäische Sprachen, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch. Selbstabschaltung von 15 Minuten bis 3 Stunden einstellbar. Die Wasserhärte kann eingestellt werden und ermittelt werden. Auch hierzu gibt es separate Videos. Zur
Serie Eco 500 Integral. Tastentöne können aktiviert werden, Werkseinstellungen zurücksetzen und ein paar Geräteinfos. So sieht der Lieferumfang aus. Hier haben wir einen Start-Wasserfilter, ein EQ Series Coffee Service Set mit Bedienungsanleitung, Entkalkungstablette zum Starten, eine Reinigungstablette. Dann haben wir hier ein Service-Heft, so ein paar Grafiken, Bedienungsanleitung, sehr ausführliche. Und das war's auch schon mit diesem Kaffeevollautomaten. Er hat nicht alle Spezialgetränke, wie zum Beispiel die EQ6 und die EQ9, haben zum Beispiel noch Kaffeevarianten wie kleiner Brauner oder Cortado. Die EQ6 S700 Extra-Klasse hat noch eine Kaffeekannenfunktion. Das hat dieses Gerät nicht. Die größere Version der EQ 500 Integral hat hier noch eine Edelstahl-Oberfläche und einen aktiven Tassenwärmer. Das ist hier nicht der Fall. Dieses Gerät ist die Standardausführung und hat einen passiven Tassenwärmer. Dadurch, dass das Gerät Wärme entwickelt, wird die Wärme hier ein bisschen hingeleitet, aber eben nicht aktiv gewärmt, wie das bei dem Erweiterungsmodell der Fall ist.